Peggy 18. Jennifer? Pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Hallo und herzlich willkommen zu Remothered, mein erstes Horrorspiel auf dem Kanal. Und ich habe mich überhaupt nicht darüber informiert, was in dem Spiel so alles abgeht. Ich weiß nur, dass es ganz gut sein soll. Und deswegen probieren wir das mal aus und ich habe echt Bock da drauf. Und wir gucken mal, was uns da jetzt erwartet. Okay, wir haben noch kein Safe Game. Laufen, Rennen, Shift. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann legen wir mal los. Is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body, where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life. Has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began. From my eye, if you leave me,
feels like it's gonna rain again. Und da geht's los. Okay. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Das müsste eigentlich auch auf Deutsch funktionieren. Moment. Da. Ah, okay. Ja, im Prinzip, was haben wir jetzt erfahren? Eine alte Frau erzählt eine Geschichte. In ihre Erinnerungen machen wohl nicht mehr so mit. Und wir spielen jetzt quasi die Geschichte, die diese alte Frau erzählt. Ach Gott, schnauf die. Okay. Das probiere ich gleich mal aus. Ob uns irgendwann die Ausdauer ausgeht oder ob wir ewig lang rennen können. Ich gucke mich hier jetzt erstmal um. Vermutlich müssen wir da lang. Was ist hier? Okay. Aber großen Respekt an die Alte, dass sie mit so Schuhen rennen kann. Ich glaube, ich würde mir da die Haxen brechen. So, hier gibt es drei Wege, wo wir lang können. Das können wir uns auch angucken. Hallo? Neuen Sammelgegenstand eingesammelt. Vermisst seit Donnerstag, 14. Oktober 1971. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in Barcott. Geburtsdatum 8. Februar 1958. Weiblich, weiß, 13 Jahre alt, hellblond, blaue Augen. Zuletzt, vermutlich trug sie ein weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden. 74. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Okay, es gibt ein vermisstes Kind. Kann man die Zeitung lesen? Nein. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich probiere jetzt einfach mal jeden Weg aus. Nicht hier entlang. Okay. Kriegen wir ganz dezent gesagt, wo wir lang müssen. Beziehungsweise, wo wir nicht lang müssen. So, dann probiere ich jetzt mal hier aus. Okay, hier müssen wir potenziell hin. An das Haus. Und ja, dann probiere ich erstmal den Weg hier. Einfach nur mal, um zu gucken, wo was ist. Vielleicht auch ein bisschen zum Orientieren. Ich weiß nicht, wohin sich das entwickelt. Okay, hier ist das Tor. Oh Jesus, die bricht ja gleich zusammen. Ich glaube, so viel rennen dürfen wir da gar nicht. Oder? Ich probiere es jetzt mal aus. Okay, hier geht's halt weiter. Können wir durch? Nein. Na gut, da hinten ist eh nichts. So, mal gucken, ob die irgendwann aufhört zu rennen. Oder ob die Rennpiste umgibt, kann man hier irgendwas machen. Ne, wir müssen wahrscheinlich daneben bei dem normalen Eingang klingeln. Die zieht das Rennen aber auch knallhart durch. Okay. Das hier mal an. Ich fühle mich immer beängstigt, wenn ich Statuen Spiegel anschaue. Das heißt, du hast gerade Angst? Who is it?
Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Auto und fahren heim. Nein, wir machen natürlich das wie... Erreiche die Villa von Mr. Felton geschafft. Ja, gelangen ins Haus und triff Mr. Felton. Ja, so funktionieren Horrorspiele. Wir gehen in ein altes, gruseliges Haus. Obwohl wir gar nicht rein dürfen. Und im Endeffekt sind wir doch 100% wieder selber schuld an allem, was jetzt passiert. Aber ich will mich hier im Garten gerade mal noch ein bisschen umgucken. Okay. Also hier kann man nicht drüber laufen. Das ist eine Riesenhütte, ey. Da ist der Eingang. Hier ist das Tor, wo wir eben vorhin dran gestanden haben. Entschuldigung. So. Ich vermute einfach mal, dass der Haupteingang zu ist. Dass wir nicht einfach reinspazieren können. Ist das überhaupt der Haupteingang? Das sieht eher aus wie ein Gewächshaus oder so. Und dann Pflanzenaufbereitungsbereich. Der Kaktus schwebt in der Luft. Interessant. Hier kannst du nicht mit natürlichen Dingen zugehen. Okay, jetzt will ich mal gucken, ob wir hier rein können. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Du bist unerwünscht. Wurde dir gesagt, ob's so auf ist oder nicht? Ich würde ja gern mal ausprobieren. Ich meine, es gibt Spiele, die sich so einen Spaß erlauben, dass wenn wir jetzt ans Auto gehen würden und wegfahren, beziehungsweise, ob wir wegfahren könnten, wenn wir jetzt ans Auto gehen würden. Boah, ich traue mich gar nicht weiter zu rennen. Mein erster Tod ist an Erschöpfung und nicht von irgendwelchen Gegnern oder so. Ich sehe es kommen. Ich renne jetzt einfach mal weiter. Ist das eine Leiter oder ist es... Okay. Wo sind wir jetzt? Okay, damit kommen wir auch nirgends hin. Wieder eine Statue. Ziemlich angsteinflößend. Ansichtssache. Kann ich hier irgendwas angucken? Nein. Ich finde es aber auf jeden Fall mal interessant, dass wir hier ein Horrorspiel spielen. Mit einem Elternprotagonisten. Also meistens sind immer irgendwelche jungen Leute oder Kerle oder keine Ahnung, aber so eine ältere Frau, ich kenne kein Spiel, bei dem man so jemanden spielt. So. Thank you.
Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Santa Margarita Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. So viel wie die Alte raucht, wundert es mich nicht, dass sie so häschelt beim Rennen. Wir sind jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten unterwegs oder so. Und die hat schon die zweite angemacht. So. Gucken wir uns gleich mal um. Aber vermutlich wird hier... Oh, ich kann hier gar nicht rennen. Ist das unhöflich oder... Please, this way. Okay, laufen wir da mal nach. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day, I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. Okay. Ein kranker Mann mit einer dubiosen Frau. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Sieht es die Krankenschwester genauso wie ich. So. Was natürlich das Erste, wenn wir im fremden Haus sind und alleingelassen werden. Wir durchschnüffeln alles. Die Krönung der Jungfrau. Das junge Mädchen starrt sprachlos in den Himmel und ein Lichtstrahl trifft sie. Aber etwas stimmt nicht. Vom dunklen Himmel zieht ein Sturm auf mit scheußlichen Händen von unbekannten Kreaturen. Durch das Bild fühle ich mich unwohl. Ich würde mich mal interessieren, ob wir irgend so eine Statusleiste oder irgend sowas haben. Beziehungsweise ob die Angst, die wir haben, irgendwie Einfluss aufs Spiel nimmt. Mr. und Mrs. Feltons Farm Rosso Gallo geschlossen. Gefahr durch Verseuchung. Weeman oder Wyman? Und die Feltons wurden wegen kriminellen Tätigkeiten gegen Verbraucher und Arbeiter angezeigt. 2. Oktober 1971. Die Rosso Gallo Farm, der Stolz der Gallos, wurde wegen vermeintlicher... Ich schätze mal, das soll vermeintlicher heißen. Wegen vermeintlicher Verseuchung geschlossen.
Es wurde berichtet, dass einige Produkte von giftigen Pollen infiziert wurden. Dies könnte der Grund des ernsten Parasitismus sein. Die Besitzerin Ariana Gallo, oben rechts, ah, da ist er, ihr Mann, der Anwalt Richard Felton, unten rechts, Professor und Firmenpartner Albert Elias, großes Bild, sitzen in Untersuchungshaft. Letzterer wurde angeblich von Mr. Felton angeklagt. Er beschuldigt Mr. Elias, seine Firma dazu verwendet zu haben, um pharmazeutische Experimente durchführen zu können. Tatsächlich kam die Warnung von Einwohnern, die für die Firma tätig waren, den Ashmans. Die Schwestern des angrenzenden Klosters bewirtschafteten das Gebäude und kontrollierten die Ernte. Foto. Sehe ich jetzt nichts. Den Symptomen des Berichts zufolge schmerzvolle Geschwüre, Übelkeit, Vermehrung von Parasiten und in manchen Fällen Hautkrebs. Behauptungen zufolge erhielten die Feltons und die Ashmans einige Drohungen von Wyman. Dieser wurde von der Liste der praktizierenden Physikern gestrichen. Wyman gab an, dass er von der Last geschockt sei und gibt seinem ehemaligen Geschäftspartner die Schuld. Er finanzierte mich. Es ist bemerkenswert, dass Felton genauso wie sein Vater das Phenoxyl-Projekt unterstützt und finanziert hat. Eine Droge, die für die Wyman 1957 für den medizinischen Preis nominiert wurde. Aber sie wurde wegen den katastrophalen Folgen vor ein paar Jahren vom Markt genommen. Mittlerweile wurden auch die Tätigkeiten im Haus der Feltons eingestellt. Dieses diente als Drogenumschlagplatz. Als Folge des Skandals beendeten die Feltons ihre geschäftlichen Beziehungen mit den Ashmans. Die Ashmans gingen sogar einen Schritt weiter und forderten Schadensersatz, da sogar ihre Kinder infiziert wurden und somit als ahnungslose Testobjekte verwendet wurden. Die Behörden nehmen an, dass sich die Seuche über das Grundwasser ausbreitete, welches nicht nur zur Bewässerung der nahegelegenen Plantage diente, sondern auch als Trinkwasserquelle für die Ashmans und die 12 Schwestern aus dem nahegelegenen Kloster verwendet wurde. Du verdammter Hurensohn! Hast du gesehen, was sie über mich in den Nachrichten geschrieben haben? Du wolltest mich betrügen, aber ich werde zu dir kommen. Oh, ganz sicher werde ich das. Angefangen mit deiner Tochter. Glaubst du nicht, dass sie weiß, wer ihr wahrer Vater ist? Ich bin mir sicher, er würde sich freuen, wenn er erfahren würde, dass sie seine Tochter ist. Zeig, dass du den Mut hast und übernimm die Verantwortung. Was sage ich? Mut? Du hattest nie Mut. Okay, klare Ansage. Steht da dabei von wem? Wenn, dann sehe ich es nicht. Okay, legen wir das mal wieder hin. Do you believe in God, Miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams, a
Department. Is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Naxal? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question! Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Okay. So, für was sind wir dann jetzt wirklich hier? Thank you.
So. Und Ausschau nach den Spiegeln mit dem Metronom. Ab jetzt kannst du dein Spiel nur durch sie speichern. Taschen. Manche Bereiche der Feldenwälder sind sehr dunkel. Es könnte schwierig sein, sich darin zurechtzufinden. Drücke den Taschenlampenknopf, um dir den Weg zu leuchten. So. Untersuche das Verschwinden von Celeste. Finde die Quelle der Melodie. Treffe Miss... Okay. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt alles kennengelernt. Wir kennen die Ausgangssituation. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir die Untersuchung von dem Haus und gucken, was uns hier noch alles erwartet. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.